Das wahrscheinlich beliebteste Zelt in Deutschland, das Wurfzelt 2 Seconds von Casua Decathlon. Eine Langzeit-Review, denn ich habe das Teil schon mehrere Jahre in Benutzung, sowie eine Anleitung zum Aufbau und zum Abbau findest du in diesem Video. Einfach dranbleiben. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video mit dabei bist. Einmal ganz kurz vorweg, ich habe selber mal bei Decathlon eine Zeit lang gearbeitet und das ist keine besondere Decathlon-Werbung. Es gibt Produkte, die ich gut finde, es gibt Produkte, die ich schlecht finde. Aber natürlich kenne ich mich in den Bereichen, in denen ich dort gearbeitet habe, wie zum Beispiel im Campingbereich, als auch im Outdoor-Trekking etc. Bereich, sehr gut aus. Und deshalb kann ich euch einiges zu diesem Zelt natürlich erzählen, weil ich es schon einige Male aufgebaut habe und einige Beratungsgespräche dabei durchgemacht habe. Links zu diesem Zelt findest du natürlich unten in der Videobeschreibung zu verschiedenen Varianten, sowie aber auch zu Alternativen, die ich dir vorschlage, wenn du das vielleicht nicht haben möchtest, weil es dir zu teuer ist oder du kein Wurfzelt haben möchtest. Tja, das ist es. Das Wurfzelt von Casua. Casua ist die Untermarke sozusagen von Decathlon. Und Decathlon kennt ihr ja vielleicht, sind diese blauen Riesenstores, teilweise Riesenstores, manchmal auch kleine Stadtstores, die verschiedenste Sportarten bedienen. Natürlich auch hier zum Beispiel im Campingbereich. Dieses Wurfzelt gibt es in verschiedensten Varianten. Das hier ist jetzt die günstigste Variante. Die ist für 2 Personen gedacht und ist noch das alte Modell. Es gibt es natürlich auch in größer und auch in ausgefallenen Farben, sowie dann auch nochmal in einer Black and White Variante zum Schlafen, wenn man in der prallen Sonne das Zelt hingestellt hat, ist das deutlich angenehmer. Wir bauen das Zelt jetzt einmal zusammen auf, würde ich sagen. Dann gehen wir einmal die harten Fakten durch. Dann erzähle ich euch meine Erfahrung, mein Fazit dazu über mehrere Jahre. Es gibt nämlich auch ein paar kleine Mängel nach ein paar Jahren, über die man mal sprechen muss. Und dann zeige ich euch noch, wie man das Ganze wieder zusammenbaut. Aufbau ist relativ trivial. Wir machen natürlich die Tasche am Reißverschluss auf. Dann kommt hier so ein Wust raus. Ne? Sieht nicht besonders hübsch aus, aber ne, muss man nicht unbedingt beachten. Dann gibt es hier eine weiße Schlaufe. Die kann man aufmachen, dann rummachen und dann geht es schon mal den nächsten Schritt auf. Jetzt hat man so eine große Wurst. Dann haben wir 4 Clips, 2-mal rote Clips. Und 2-mal gelbe Clips. Aufmachen, aufschütteln. Und schon steht das Zelt. Noch eine Information zum Aufbau. Ihr könntet jetzt unten am Zelt, das gucken wir uns aber auch noch in der Nahansicht später an, Heringe reinmachen. Und dann auch noch die Belüftungsklappen abspannen. Das müsst ihr aber nicht tun, wenn ihr kein schlimmes Wetter habt, denn ihr packt ja euer Gepäck dort rein und normalerweise hält das Zelt dann. Falls ihr aber sehr leichte Sachen nur habt und es geht ein starker Wind, zum Beispiel ihr seid auf einer Wiese beim Festival etc., dann wäre es schon gut, nochmal mit den mitgelieferten Heringen, die befinden sich in der Tasche, einer kleinen Extraposition reinzumachen an den 4 Ecken, dann weht es euch auf jeden Fall nicht weg. Hat man auch schon mal gesehen, dass da ein bisschen nicht sorgfältig genug gearbeitet worden ist. Und dann, ja, war bei halt starkem Wind auf einmal beim Festival, husch, so ein Zelt. Kann auch passieren. Die harten Fakten zu dem Zelt sind relativ trivial und stehen dann auch nochmal hier außen drauf. Die sind natürlich je nach Variante unterschiedlich. Wir haben hier die Standardvariante für 2 Personen, ist dann auch nochmal hier abgebildet. Das Ganze wiegt 3 Kilo und dann sind hier alle Maße. Der Innenraum ist 210 cm lang. Wenn ihr etwas länger seid, so wie ich, 1,94, dann kommt es ein bisschen vor, dass eure Zehen, wenn ihr auf dem Rücken liegt, ein bisschen Schaben am Eingang sozusagen. Ne? Das muss man ein bisschen beachten. Das ist aber nicht so schlimm wie bei anderen Zelten, weil es geht relativ steil hoch. Ne? Es gibt dann andere, die gehen eher so ein bisschen schräger hoch. Da wäre es schlimmer mit den 2,10 cm Länge des Innenraums. Bei mir ist es aber noch in Ordnung. Das Zelt ist 125 cm in der Breite und 98 cm in der Höhe. Ich kann etwas gebeugt darin sitzen und mit meiner Frau da drin zusammen schlafen und noch einen kleinen Rucksack mit reinpacken. Diese Reisetasche selber ist gut verarbeitet, da habe ich wenig dran zu meckern. Es gibt oben einen Tragegriff und sogar noch einen sehr dünnen, aber stabilen Schulterriemen. Damit könnt ihr euch so ein bisschen über die Schulter rüberwerfen. Ihr könnt auch versuchen, das zu befestigen damit. Und dann, ja, ne, ist in Ordnung fürs kleinere Tragen.
innen drin gibt es auch nochmal so eine Art Plastikpapier, auf dem alles draufsteht, mit dem, wie mache ich das wieder zusammen, wie baue ich das auf etc., was so hier drin sein soll an Elementen, ne, was sozusagen der Lieferumfang ist. Und dann gibt es hier nochmal so eine kleine eingenähte Tasche an der Seite. Das ist die hier. Dort drin befinden sich dann die Heringe. Das heißt, auch wenn wir uns hier in einem Low-Budget-Bereich für ein Zelt bewegen von, ich glaube, das habe ich für 50 gekriegt, man kann aber auch bis 100 Euro hochgehen, wenn man die Mehrpersonen-Variante in Black and White haben möchte. Also auch wenn wir uns in einem Low-Budget-Bereich bewegen, ist auch die Tasche trotzdem relativ gut verarbeitet. Da kann ich nicht viel dran meckern. Der Schulterriemen könnte noch ein bisschen besser sein, also keine Ahnung, ein bisschen breiter, ein bisschen gepolsterter etc. Aber das ist ja nicht der Hauptaspekt dieses Zeltes, den über längere Zeit zu transportieren. Ich selbst habe zum Beispiel dieses Wurfzelt auch schon einfach mal am Rucksack außen dran gemacht mit Spanngurten. Das heißt, ich habe unten Spanngurte und dann gekreuzt am Rucksack befestigt hinten dran. Das sieht ein bisschen aus wie Ninja Turtle, man kann es dann aber so transportieren sehr gut. Schauen wir uns doch jetzt mal das Zelt in der Nahansicht an. Hier haben wir Heringsschlaufen. Dort finden wir 4 Stück einmal ums Zelt rum. Das heißt da nochmal und sozusagen da hinten nochmal. Damit können wir natürlich das Zelt gut vom Wegwehen sichern. Was wir hier außen dran sehen, ist unwichtig. Das ist sozusagen das Verbandmaterial, damit wir das innen drin gefaltet bekommen. Wir sehen hier das Gestänge. Das ist ein Fiberglasgestänge und geht natürlich sozusagen einmal, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, vielleicht elliptisch. Einmal rum. Das dort ist natürlich eine Belüftungsklappe. Hier können wir mit dem Band das zum Beispiel, falls es regnet, nochmal extra abspannen. Dann kommt da ein bisschen Wind drunter. Jetzt nicht mega viel, aber es reicht für ein bisschen Belüftung. Ihr könnt das natürlich aber auch einfach so offen lassen, wenn es nicht doll regnet oder windet. Die Quechua-Aufschrift relativ dezent gehalten, finde ich gut. Ich finde auch an sich die Farbe Oliv relativ in Ordnung. Sie ist gedeckt. Das gefällt mir. Es gibt es aber auch in verschiedensten anderen Farbvarianten. Hier vorne finden wir nochmal 2 Schlaufen. Die und dann nochmal dort. Die können wir auch nochmal abspannen, um vorne den Regenschutz, den Sichtregenschutz, das ist dieses kleine Teil hier oben, abzuspannen. So, gehen wir mal rein. Wir haben einige Sachen im Zeltinneren, die nochmal erwähnenswert sind. Das Weiße, was ihr jetzt hier seht, das ist eine Art Mückennetz, ein Mückenschutz, ein Insektenschutz an sich. Das heißt, das Zelt ist zweilagig aufgebaut. Außen habt ihr den Regenschutz und den Windschutz und innen drin, das zweite Zelt, ist dieses Weiße, das sozusagen der Insektenschutz ist. Und das läuft dann über und ist vernäht mit dem schwarzen Ripstop, nennt man das, Boden. Also ein bisschen stärkeres Nylongewebe, das nochmal extra vernäht worden ist. Ihr habt eine Tasche, einmal Warnhinweise, noch eine Tasche und da hinten einen kleinen Ring. Oh, komme ich ran? Zum Einhaken von Ausrüstung, zum Beispiel auch von einer Campinglampe. Sehr praktisch. Das Schöne an diesem Zelt ist ebenfalls auch, dass es hier oben einen kleinen Extra-Regenschutz hat. Das heißt, ihr macht sozusagen das hier nicht ganz zu, das ist das äußere Regendach, und könnt dann hier oben diesen ganzen Bereich hier sozusagen freilassen. Ich demonstriere das einmal. So, das hier ist jetzt sozusagen komplett offen und hat trotzdem einen Regenschutz wegen diesem kleinen Vordach hier. Und so könnt ihr natürlich auch das Mückennetz dann hier noch zumachen und könnt trotzdem die ganze Zeit rausgucken. Gleichzeitig könnt ihr das natürlich auch ein bisschen nutzen. Hallo! Hallo! Ja, du willst auch reinkommen, ne? Ja, komm! Ja, komm! Samba, ist da, komm rein! Ja, beinahe! Und schnell wieder raus! Man hat also gesehen, in dem Zelt kann auch noch locker mein Hund mit rein und dann würde da noch ein Rucksack reinpassen und so weiter und so fort. Aber es wird dann schon ein bisschen muckelig, sagt man. Also ein bisschen eng beieinander. Aber man kann als Pärchen drin schlafen und einen Rucksack noch mit reintun. Falls man jetzt große Ausrüstung hat und man möchte noch eine Bierkiste reinpacken und so weiter und so fort, dann wird es langsam ein bisschen eng. Dann rate ich zum Zweizelt oder zu einer Plane oder so einem Pop-up-Strandmuschel-Ding, um irgendwie die Ausrüstung extra zu packen, falls man das machen möchte. Oder ihr nehmt einfach die größere Variante, die 3-Personen-Variante zum Beispiel, wenn ihr ein bisschen luxuskomfortabler sein möchtet.
Tja, dann bleibt zum Schluss nur noch mein Fazit und natürlich der Zusammenbau von dem Zelt selber. Wir haben hier ein relativ günstiges Zelt, je nach Ausführung natürlich. Das komfortablere, das grenzt dann schon wieder an den Mittelklassebereich, das aber qualitativ gut verarbeitet worden ist. Ne? Es gibt kleinere Stellen im Innenbereich, wo ich langsam merke, nach 3 Jahren Dauerbenutzung, das ist nicht mehr so fresh sozusagen. Aber es funktioniert noch alles tadellos und für die normalen Festivalgänger, die das nicht so rabiat rannehmen wie ich, das Zelt, ist das absolut ausreichend. Gleichzeitig ist es unfassbar praktisch, also was Praktisches als ein Wurfzelt gibt es kaum. Das Casual Wurfzelt 2 Seconds von Decathlon, das ist einfach, ja, man tut es hinten in seinen Kofferraum rein und dann wirft man es hin und es ist fertig. Man muss sich nicht mit irgendwas rumplagen, vor allen Dingen, wenn es gerade regnet, ist sowas sehr praktisch, dass man ein an sich geschlossenes Zelt hat, das man einfach nur hinwirft und dann kann man es noch verschieben oder so. Das hat gegenüber anderen Zelten, selbst wenn man nur 2-3 Minuten braucht, um die aufzubauen, den entscheidenden Vorteil, dass man eben diese 2-3 Minuten nicht nass wird und diese Nässe dann nicht mit ins Zelt reinschleppt. Gleichzeitig gibt es natürlich verschiedenste Anwendungsbereiche und kleine Dinge, auf die geachtet worden ist, um extra den Bedürfnissen von Campern, Festivalleuten entgegenzukommen. Zum Beispiel auch die Black-and-White-Variante, wo man außen ein weißes Zelt hat, dass die Sonne da nicht so aggressiv raufkommt und innen drin einen komplett schwarzen Raum hat, sodass man nicht zu früh geweckt wird von der Sonne, falls man sowas möchte. Mir ist das so lieber, aber verschiedene Ansprüche, verschiedene Varianten. Und auch an sich wirken die ganzen Features dieses Zeltes durchaus durchdacht. Man hat natürlich das Problem des Gewichts und des Packmaßes. Aber wie gesagt, wenn man bei normalen Camping, normalen Festivalgang etc. Dieses Zelt benutzt, dann ist es genau dafür gedacht. Und deshalb steht es ja auch bei Decathlon in der Campingabteilung. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eines zu sagen. Ich werde jetzt den Abbau machen. Und den werde ich dezidiert zeigen, damit man das gut nachmachen kann. Denn das ist eine Sache, die ich sehr oft gefragt worden bin. Wir gehen erstmal, ich erzähle grob, wie es funktioniert. Rinnen rein, da ist eine rote Schlaufe auf der linken Seite. Die ziehen wir raus und dadurch erzeugen wir schon, dass sich das wieder zusammenklappt und dann haben wir den ersten großen Kreis. Dort hinten seht ihr die große Schlaufe. Die holen wir uns jetzt einmal raus. Und ihr seht bereits, wenn ihr so dran zieht, dann klappt das schon so zusammen, dass ihr die erste große runde Kugel habt. Der nächste Schritt ist, dass wir jetzt diese Clips wieder reinmachen. Die sind manchmal ein bisschen versteckt, das heißt, ihr müsst danach wieder suchen. Aber die gelben wieder in die gelben und die roten bzw. orangen wieder in die orangen. Und Clips. Ihr seht, das ist ein bisschen einfach ausprobieren und finden, ne? Aber das geht normalerweise relativ schnell. Zum Beispiel hier sieht man außen die orangenen Clips, aber hier drin, hä, wo ist das Gegenstück? Ja, das hat sich einfach nur hier drunter versteckt. Und auch das clipsen wir jetzt zusammen. Clips. Und Clips. Jetzt steht im Prinzip die große Null. Nicht die schwarze Null, sondern die olivene Null. Und jetzt möchten wir natürlich die kleinere Null haben, damit wir das wieder in den Packsack reinbekommen. Dafür nehmen wir hier diese Schlaufe und wir haben hier dieses Band, das einmal rüber verläuft. Wir nehmen das und drehen das in einer 8 hin und ziehen dabei gleichzeitig dieses Band, damit das gehalten wird. Wir können damit zum Beispiel so raufgehen und das ziehen. Und jetzt klappst du die kleinere in die größere. Aber so hält dieser Wust ja noch nicht. Jetzt willst du noch die gelbe Schlaufe, die wir ganz am Anfang gelöst haben, einmal da drumherum machen, damit das hält. So, ein bisschen zurechtfummeln. Dann kannst du die gelbe Schlaufe festziehen und schon hält das ohne Probleme. Und jetzt einfach da wieder reinstopfen. Das geht ganz einfach. Einmal aufmachen. Was ich gut finde, ist, dass die Tasche großzügig bemessen ist und dass wir da nicht so eine enge Fummelei haben, wie das gerne mal bei anderen, vor allen Dingen auch Schlafsackverpackungen, so ist. Das heißt, das geht hier, da muss man auch nicht besonders viel vorfalten oder so, relativ einfach wieder rein.
Tja, und das Aufbauen, das Zusammenbauen und doch das meiste der Teile ist bei allen von diesen Wurfzelten von Decathlon Cashua natürlich gleich. Also das sind die gleichen Teile, das sind die gleichen Prinzipien, das verändert sich nicht großartig. Das heißt, wenn du ein kleines aufbauen kannst und abbauen kannst, dann kannst du auch ein großes aufbauen und abbauen. Und auch die meisten anderen Funktionen sind ziemlich die gleichen. Tja, ich hoffe, ich konnte mit dem Video ein bisschen helfen. Falls du noch irgendwelche Fragen hast, dann einfach gerne in den Kommentaren stellen, dann kann ich darauf antworten oder jemand aus der Community antwortet und dann funktioniert das alles wunderbar. Mir gefällt das Zelt an sich sehr gut. Wir haben noch ein zweites in Blau für meine Frau auch nochmal. Ja, benutzen wir dann manchmal, wenn wir viel Gepäck brauchen etc. etc. Das ist je nachdem, ne? Zu zweit passt man zum Beispiel in das Zweierzelt mit Rucksack und Hund dann nicht mehr rein. Da muss man dann ein bisschen gucken, was man macht. Falls ihr noch andere Ausrüstungsvideos für dein Camping, Festival, Trekking, Bushcraft, Aufenthalt interessieren, hier links und rechts oben findest du welche, auch mit Playlist. Und auf diesem Kanal gibt es Dutzende von Ausrüstungsvideos, also einfach mal durchschauen. Unten in der Videobeschreibung alle Infos, was Links zu den Produkten betrifft, aber auch Social-Media-Auftritten zu meinen anderen Kanälen etc. Schön, dass du bei diesem Video mit dabei warst. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.